Ich bin Marion Proctor. Ihr Nachname ist Proctor? Ja. Sagen Sie doch der Jury, haben Sie eine Beziehung zu Maggie und Paul? Ich bin Maggies Schwester. Paul war mein Neffe. Können Sie dieses Mikrofon ein bisschen näher an sich tun oder ein bisschen vorrücken? Danke. Ist das eine Wasserflasche, eine frische? Ja, genau. Ist das Ihre? Ja. Erzählen Sie es doch ein bisschen über sich, wo Sie aufgewachsen sind. Und einfach über sich, damit wir Sie kennenlernen können. Okay. Ich bin aufgewachsen in Wilmington, North Carolina, Maggie und ich. Sie war mein einziges Familienmitglied mit zwei Eltern. Wir sind beide zum College gegangen, sind beide verheiratet, leben beide in South Carolina, waren hier schon seit ich verheiratet war. Ich habe drei Töchter. Wir leben im Charleston-Gebiet. Wo war Maggie am College? South Carolina. War sie woanders und ist dann nach South Carolina gewechselt? Ja, genau. Wie weit weg sind Sie mit Maggie? 5 Jahre. Und Ihre Eltern, wie heißen die? Terry und Kennedy. Haben Sie weitere Familienmitglieder oder waren also Geschwister oder nur Maggie und Sie? Nur Maggie und ich. 7 Jahre Unterschied. War das im Aufwachsen ein ziemlicher Unterschied? Ja, ja, für Kinder ist das sehr, sehr viel. Und ich war im College und sie war in der High School. Also wir waren nicht super eng, als wir Kinder waren, aber später, als unsere Leben ähnlicher wurden, waren wir dann sehr eng. Wie lange ist das her? Seit wann ist das so, dass sie sehr eng sind? Als die Kinder klein waren, haben wir viel gemacht und es war leicht. Als sie älter geworden sind, mit ihren Verpflichtungen, Sport und so weiter. Es war hauptsächlich Wochenenden, Thanksgiving, Weihnachten. Und dann, als wir beide Empty Nesters geworden sind, also die Kinder aus dem Haus waren, hatten wir eine wirklich gute Zeit zusammen. Haben Sie sich fast täglich gesehen? Ja, genau, fast täglich. Erzählen Sie doch der Jury ein bisschen was von Maggie. Wie würden Sie sie beschreiben? Einfach, dass wir so eine Idee bekommen, wie sie war. Maggie war süß. Sie war ein Freigeist. Sie war für alles zu haben, was los war. Sie hat ihre Familie geliebt, ihre Jungs geliebt. Buster und Paul waren ihre Welt. Sie hat meine Eltern geliebt. Wir haben Witze gemacht, wie wir sie um sie kümmern würden gemeinsam. Sie war einfach eine sehr, sehr gute Person. War Maggie ein Tomboy oder war sie so ein Mädchen-Mädchen? Sie war eher so ein Mädchen-Mädchen. Sie hat das Beste aus dem gemacht, dass sie zwei Jungs hatte. Sie war mittendrin, jagen, fischen. Sie hat das, als sie aufgewachsen ist, nicht gemacht. Wir haben gelacht, dass sie im Jägerstand mit Magazinen in Magazinen rumblättert und die Jungs sagen ihr dann, dass sie zu viel Lärm macht oder so. Sie mochte es, auf dem Boot zu sein, am Strand zu sein. Ich weiß nicht, ob sie so viel gefischt hat, aber sie wollte tun, was sie tun und Zeit mit ihnen verbringen. Sie war ein großer Gamecock-Fan. Ich bin ein großer Klaxen-Fan. Aber sie haben sich trotzdem gut verstanden? Ja, ja, genau. Ja, das haben wir. Wir haben viel zusammengearbeitet, was die Carolina Days angeht, und wir hatten eine gute Zeit. Ich bin so ein... Also sie als Mädchen, mochte sie Zeit mit Ihnen und Ihren Mädchen zu verbringen? Ja, ja, sie hat es geliebt. Meine Mädchen liebten ihre Tante Maggie. Sie hat immer gesagt, dass sie ihre Lieblingstante sei. Sie mochte es, auf dem neuesten Stand zu sein, was Make-up und Hairtrends angeht. Und sie mochte es, Mädchenkram mit uns zu machen. Hat Maggie gearbeitet über die Jahre? Oder war sie fokussiert darauf, die Jungs zu erziehen?
Ja, also sie war meistens zu Hause. Sie hat ein kleines Geschäft in Hampton. Miss Libby und sie haben das zusammen gemacht. Das war Spaß. Sie war richtig engagiert, was die Sportveranstaltung der Jungs angeht und der Schulen. Ich glaube nicht, dass sie jemals was verpasst hat. Aber hauptsächlich war sie eben zu Hause. Was ist mit Paul? Das war ihr Neffe. Erzählen Sie doch uns ein bisschen von Paul, der Jury. Paul war ein süßer, süßer Junge. In den Medien falsch dargestellt. Er hatte so eine nette Seite an sich. Er war immer hilfsbereit. Braucht Onkel Bart Holz, dann hat er uns Holz vorbeigebracht. Er war ein Trost und ich habe ihn sehr geliebt. Hat Maggie eine rege Beteiligung in den finanziellen Geschäften der Familie gehabt? Nicht, dass ich wüsste. Erzählen Sie doch der Jury ein bisschen. Sie hat ein komfortables Leben. Maggie war glücklich. Es war kein luxuriöses Leben, aber es war sehr, sehr komfortabel. Geld war einfach, es war nie ein Problem für sie. Von dem sie wüsste, ja, genau. Ich war die Schwester, die sehr, sehr, die Pfennige immer zweimal umgedreht hat, wenn ich Fehler gemacht habe. Aber bei Maggie hatte überall Rechnungen und Schecks rumliegen bei sich. Sie war nicht so. Organisation war nicht ihre größte Stärke. Herr Randolph, Pauls Großvater, haben Sie ihn gekannt? Ja, das habe ich. Und seine Ehefrau war wer? Miss Libby. Am Ende von Maggies und Pauls Leben, können Sie ein bisschen was über Miss Libby erzählen? Miss Libby hatte Alzheimer. Und es war erst nicht so schlimm, aber sie hat ziemlich abgebaut über die Jahre. Und es ist jetzt sehr, sehr schlimm. Ich glaube, sie ist den ganzen Tag im Bett und sie erkennt ihre Familie nicht mehr so richtig. Und sie braucht Hilfe bei allem. Sie kann sich selbst nicht füttern oder aufs Klo gehen oder irgendwas. Und im Juni 2021 war ihr Zustand ähnlich? Ja. Im Juni 2021 hatte Herr Randolph irgendwelche Gesundheitsprobleme? Herr Randolph war sehr, sehr krank damals. Er hatte verschiedene Dinge, die falsch liefen bei ihm, was Gesundheit angeht. Ich glaube, dass diese Tage sich ihrem Ende genähert hatten damals. Und die Tage, die jetzt zum Tod von Paul und Maggie führten, hat da die Familie schlechte Nachrichten über Mr. Randolphs Gesundheitszustand bekommen? Ja, korrekt. Ja, es hat sich so angefühlt, als wäre alles gemacht worden, was hätte gemacht werden können für ihn. Und ich glaube, dass Herr Randolph auch nicht weitermachen wollte. Das war das Ende des Weges für ihn. Wir gehen jetzt mal ein bisschen zurück. Die Familie, Alec und Maggies Familie, die Besitztümer dieser Familie, hatten sie ein Haus in Hampton? Ja. Sie hatten das Haus gebaut. Haben sie ein Beachhaus, ein Strandhaus? Ja, das hatten sie. Wo? Edisto. Und erkennen, wann haben sie das Haus bekommen? Ich weiß es nicht mehr. Die hatten das Haus schon lange. 15. Ich weiß es nicht mehr. Es tut mir leid. Und was ist mit Moselle? Hatten Sie diesen Besitz schon lange? Ja, Moselle war das neueste Grundstück. Und das war wie so eine Jagdplantage. Sowas, ein großartiges Setup, um alles Mögliche zu jagen. F viele Betten. F damit
Leute zu Besuch kommen können und jagen können. Nicht Maggies Lieblingsort, aber die Jungs liebten den Ort. Im Sommer, wo zog es vor, Maggie zu sein? Edisto? Ja, sie liebte den Strand. Sind Sie vertraut mit, was Leute bezeichnen als den Boat Crash? Ja. Und Ihrer Erinnerung nach, ist das im Februar 2019 passiert? Richtig. Nach dem Bootsunfall hat die Familie, vor allem Maggie, sich gefühlt, als gäbe es so einen Backlash in der Gemeinde, eine negative Reaktion. Ja, sie hatte das Gefühl. Das war ziemlich niederschmetternd für die Familie. Es war ein furchtbarer Unfall, aber es war ein Unfall. Und Maggie hat sich so gefühlt, als wäre die Hampton-Community sich gegen sie gerichtet auf einmal. Paul wurde schlecht behandelt. Leute haben gemeine Sachen zu ihm gesagt, ihn beschimpft. Auf Social Media gab es unangemessene Sachen, die ihm gegenüber gesagt worden sind, die in der Schule ihm gegenüber geäußert worden sind. Und es war sehr schwer für die Familie. Es war sehr stressig. Ist das auch Teil des Grunds, warum Maggie gerne in Edisto war? Ich glaube ja. In dieser Zeit hat Maggie sich nach einem anderen Haus umgeguckt? Ja, das hat sie. Sie haben ihr Hampton-Haus verkauft und sie hat in die Hilton Head, Bluffton Gebiete sich umgeschaut nach etwas. Sie hat in dem Gebiet schon länger rumgeguckt. Hat sie irgendwas gefunden, was sie mochte? Ja, das hat sie. Sie hat ein Haus gefunden, das sie liebte. Sie hat mich angerufen und meine Eltern, dass ich es mir ansehe. Und ich glaube, Alec war da auch. Und sie dachte wirklich, dass sie vielleicht ein Angebot unterbreiten würden für das Haus, aber das haben sie am Ende nicht gemacht. Ich glaube, Alec hat ihr geraten, dass das Timing nicht richtig sei in dem Moment. Mit dem ganzen Fall. Mit dem Fall? Wir bewegen uns also näher an den 7. Juni 2021. Ich glaube, Sie hatten ausgesagt, dass die Familie eine schlechte Prognose, was Herr Randolph angeht, bekommen habe. Ist das richtig? Ja. Maggie hat mich angerufen und an dem Tag und sie hat gesagt, sie sei in Edisto und dass ein paar Männer im Haus arbeiteten und Herr Randolph ging es nicht gut, gar nicht gut. Und Alec wollte, dass sie nach Hause kommt an dem Abend, was sie nicht vorhatte. Aber dass er es brauchte, dass sie kommt und dass Paul auch da sein würde. Und ich habe gesagt, Maggie, Alec und sein Vater sind super eng. Das ist wahrscheinlich, was du tun solltest. Mit ihm da sein, wenn er dich braucht. Sie hat gesagt, dass Alec wollte, dass sie kommt. Ja. Was ist ihr Wissen? Was ist Ihr Wissen darüber, was Sie vorhatten an dem Abend? Ich dachte, Sie fahren nach Almeida, um seine Eltern zu besuchen. Und darum wollte Alec, dass Maggie kommt? Und das war aus Ihrem Gespräch mit ihr? Ja. Sie hat sie angerufen, um sie wissen zu lassen, dass das ist, warum Alec angerufen hat? Ja. Sie haben gesagt, dass in Edisto Arbeiten verrichtet worden sind? Ja. Ja, das waren so Wartungsarbeiten für den Sommer. Haben Sie sie dazu ermutigt, nach Moselle zu gehen? Ja, das habe ich. War das das letzte Mal, dass Sie mit ihr gesprochen haben? Ja. Danke.
Alles in Ordnung? Erinnern Sie sich, um welche Uhr, zu welcher Tageszeit das war? Ich glaube, es war so 4 Uhr am Nachmittag. Maggie hat es geliebt, mich anzurufen, wenn sie fährt. Sie fuhr immer von Moselle nach Eddisto, Charleston. Und ich glaube, es war so 4 Uhr nachmittags. Was war der Rest Ihres Tages? Wie war der Rest Ihres Tages? Normaler Tag? Normaler Tag. Sind schlafen gegangen am Abend? Tatsächlich haben wir nicht geschlafen. Wir haben einen Film geguckt. Es waren nur Marvin und ich. Ihr Ehemann? Ja. Wie haben Sie es rausgefunden? Ich habe es gar nicht realisiert, dass das los sei. Wir haben einen Film geguckt und wir sind dann, wir wollten in die Küche und dann hat er einen Text von John Marvin, wo drin stand, dass, Entschuldigung, ein Text von Randy, dass es eine Tragödie gegeben hätte und ob Bart nicht schnell ihn am Telefon anrufen könnte. Er wollte, dass Bart ihn nicht bei Alex, sondern bei ihm zurückruft. Was ist passiert? Bart ist nach draußen, hat ihn angerufen, also habe ich nichts gewusst, was los war, und hat ihm gesagt, und ihm wurde gesagt, dass Maggie und Paul tot sind, erschossen worden sind. Wie war Ihre Reaktion? Ich konnte es nicht glauben. Ich habe nicht gedacht, dass es stimmt. Ich habe gesagt, das muss ein Fehler sein. Es muss irgendeine andere Erklärung geben. Kann einfach nicht sein, dass es Sie sind. Was haben Sie danach gemacht? Wir haben uns versammelt, unsere Dinge zusammengesammelt und sind dann zu meinen Eltern, es ihnen zu sagen. Wo leben die? Somerville. Meine Mutter hatte gerade eine Knieoperation. Also habe ich angerufen in Somerville und gesagt, wir sind unterwegs, wir haben schlechte Nachrichten, aber ich will bei dir sein. Und dann, sie saß also in ihrem Lehnstuhl. Meine beiden Eltern waren da, als wir angekommen sind. Ich glaube, meine Mutter war es in Schock verfallen. Sie konnte nicht stillsitzen. Sie hat immer wieder diese Geräusche gemacht. Es war einfach das Schlimmste. Sind Sie nach Moselle gefahren irgendwann? Also wir waren eigentlich die ganze Nacht mit meinen Eltern, sind nach Hause, haben geduscht und sind dann am nächsten Morgen nach Moselle. Und die nächsten Tage, waren Sie in Somerville und sind dann nach Moselle oder wie? Wie war das? Wir hatten Familie, die von Kentucky kam, da und einige waren bei mir, einige waren bei meinen Eltern. Wir waren jeden Tag in Moselle. Wir haben die Beerdigung geplant. Wir waren in Moselle. Jeden Tag bis zur Beerdigung. Also der Schock hat dieser Schock, das rauszufinden, eine Weile angehalten. Es ist immer noch da. Es ist immer noch hart, sich das zu konfrontieren. Als Sie in Moselle angekommen sind, haben Sie Alec gesehen, den Angeklagten? Ja. Haben Sie sich umarmt? Ja. Geweint? Ja. Über die nächsten paar Tage oder im Nachspiel des Ganzen, als der Schock ein bisschen nachgelassen hat, hatten Sie mit Alec Unterhaltung gehabt, was das angeht? Ich habe mit Alec nicht sehr viel gesprochen. Alec war sehr, sehr geschäftig und die ganze Stadt war da, ihn zu sehen. Und er war sehr, sehr zerrissen. Zu einem Zeitpunkt habe ich ihn gefragt, ob
Maggie gelitten habe. Und er hat mir versichert, nein, das hat sie nicht. Jetzt weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das wahr ist. Ich habe gefragt, ob Paul gelitten hat, und er hat gesagt, nein. Und später habe ich ihn gefragt, Alec, hast du irgendeine Ahnung, wer das gemacht ist? Wir müssen doch rausfinden, wer das war. Wer könnte das denn machen? Und er hat gesagt, dass er nicht wisse, wer es gewesen war, aber dass er das Gefühl hat, dass wer auch immer es getan hat, sehr lange darüber nachgedacht hat. Dass wer immer es getan hat, sehr lange darüber nachgedacht hat. Fanden Sie das seltsam? Ich wusste nicht, was es bedeutet. Hatten Sie eine Diskussion darüber, ob er bei den Kennels war an dem Abend oder nicht? Also ich habe mit ihm darüber nicht gesprochen, aber er hat meiner Mutter gesagt, dass er mit Maggie und Paul zu Abend gegessen hat und dann ein Nickerchen gemacht hat. Was er normalerweise gemacht hat, es war so eine Routine. Nach der Arbeit hatte er ein Nickerchen gemacht auf der Couch. Und er hat gesagt, er war nicht bei den Kennels? Richtig. Nach ihrer Unterhaltung mit Maggie, ihrer letzten Unterhaltung mit ihr, fanden Sie es komisch, dass sie nicht mit Alec nach Almeida ist? Ja. Warum? Weil das ja der ganze Grund war, warum sie dort war an dem Abend. Fanden Sie von ihrer Unterhaltung mit Maggie, dass sie auch Herr Randolph sehen wollte? Ja, ich wusste nicht, dass er nicht da ist zu dem Zeitpunkt. War das eine Überraschung für Sie? Ja. In den Tagen und Wochen nach den Morden an Maggie und Paul, hat Alec irgendwas über den Bootsfall gesagt? Wir haben über den Bootsfall gesprochen. Und er wollte sehr Pauls Namen bereinigen. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass er immer noch Pauls Namen hörte. Und das ist so komisch. Und ich fand das so komisch. Er wollte denn seinen Namen reinigen. Aber mein Ziel war es, rauszufinden, wer sie beiden getötet hatte. Aber das war Alex' Hauptsorge. Ich weiß, dass er das auch wollte, rauszufinden, wer es war. Ich wusste nicht, wie er über etwas anderes hätte nachdenken können. Hat er über den Bootsfall gesprochen? Hatte er Angst, dass die echten Mörder irgendwo draußen sind? Oder war er besorgt über den Bootsfall? Wir hatten Angst, wir wussten nicht, was los ist. Meine Familie hatte Angst, ich hatte Angst um Alec und Buster. Ich habe mich gefühlt, als bräuchten sie Hilfe, als bräuchten sie Schutz. Ich glaube, jeder hatte Angst. Alec schien nicht wirklich Angst zu haben. Hat er über die Rückkehr von Buster an die Law School gesprochen? Ja, nach den Morden? Maggie hat diese Hunde geliebt, oder? Ja. Sie mochte es, dort zu sein und mit ihnen zu spielen? Ja.
Gingen Sie normalerweise zu Fuß oder ist sie auf anderem Wege dorthin? Also wenn sie auf Diät war, ist sie gegangen. Sonst war sie auf dem Fahrrad. Und mit dem Auto ist sie gefahren oder mit dem Golfkart, wenn sie sich danach gefühlt hat. Was hielt sie? Sie mochte keine Waffen, oder? Nein. Was hielt sie von den Waffen, die die Jungs hatten? Es schien für sie okay zu sein, dass sie diese AR-Waffen hatten und hat ihnen auch zu Weihnachten welche besorgt. Ich habe gesagt, Maggie, wow, dass du ihnen, warum gibst du ihnen diese Waffen? Und sie hat gesagt, naja, sie lieben es, Wildschweine zu erschießen. Und ich verstehe, dass Wildschweine natürlich ihr Grundstück ruiniert haben, aber ich hatte Angst, dass die Jungs solch gefährlichen Waffen hatten, aber ich weiß nichts über Waffen, also. Eine Sekunde bitte. Vielen Dank, dass Sie ausgesagt haben. Bitte beantworten Sie die Fragen der Verteidigung. Herr Griffin. Hallo. Es tut mir leid, das ist für mich auch schwer gerade. Maggie war eine sehr besondere Person, nicht wahr? Ja, das war sie. Und sie und Alec hatten eine sehr besondere Beziehung, oder? Ja, das hatten sie. Und sie hatten eine sehr besondere Familie, oder? Ja. Und sie haben es geliebt, gemeinsam Dinge als Familie zu unternehmen, oder? Ja. Und es war einfach nicht Alec und Maggie und Paul und Buster, aber sondern ihre Eltern waren auch Teil ihrer Familie, richtig? Ja. Und ich glaube nicht, dass Sie alle Aussagen gehört haben, aber viele von Pauls Freunden haben ihren Vater bezeichnet als Papa T, oder? Ist das, wie Leute ihn genannt haben? Ja. Und ihre Mutter, Grandma, oder? Ja. Und es schien, als ob Paul und Busters Freunde Teil ihrer erweiterten Familie sind, oder? Ja. Und sie und ihr Ehemann und ihr Mann und ihre Kinder, sie alle haben alle Urlaub gemacht zusammen. Nicht unbedingt mit Buster und Pauls Freunden, aber mit Maggie und Alec und Paul und Buster. Und sie alle haben Dinge als Familie unternommen, und zwar oft, oder? Ja. Und Alec war sehr eng mit ihren Eltern, oder? Ja. Und er achtete ihren Vater als einen seiner besten Freunde. Er war sehr nett zu meinem Vater. Und sie alle haben Urlaub gemacht. Ihr Ehemann und sie haben ein Haus in den Keys und da haben sie Urlaub gemacht, richtig. Und sie haben viel zusammen unternommen. Am Lake Kiwi, richtig. Sie haben gesagt, Maggie sei ein Mädchen gewesen, aber sie hat sich um die Jungs sehr gut gekümmert und hat gelernt, eine Mutter von zwei Rabauken zu sein, oder? Ja. Und
Und Sie haben vorhin gesagt, dass, was Sportveranstaltungen angeht, Maggie nie irgendeine von Pauls und Busters Sportveranstaltung verpasst hätte. Ist das richtig? Ja. Und Alec war auch da, oder? Und Maggie bei jeder Sportveranstaltung, oder? Coaching. Coaching die meiste Zeit. Die Wochen vor diesem furchtbaren Tag, dem 7. Juni, da hatten sie ein Familientreffen beim Lake Kiwi, oder? Und ihre Tochter. Sie hatten eine Babyshower für ihre Tochter, oder? Ja. Und sie sind zum ersten Mal Oma geworden? Ja. Und wo war das? Wo? Meine Tochter lebt in Greenville. Und es war das Wochenende des 21. Mai. Ich glaube, das war das Wochenende vor Memorial Day. Ich zeige Ihnen ein Foto. Erkennen Sie dieses Foto? Das ist Anschauungsobjekt 122. Erkennen Sie das? Ich habe dieses Foto geschossen. Sie haben das Foto geschossen? Ja. Euer Ehren, wir würden gerne das in die Beweise aufnehmen. Keine Einsprüche. Können Sie bitte 122 nochmal auf den Bildschirm bringen? Ich bin nicht sicher, Marion, ob die Jury dieses Bild schon gesehen hat. Sie ist offensichtlich die einzige Frau in dem Bild, nicht wahr? Und sie mögen einander alle sehr, oder? Ja. Und das war ein Wochenende. Sie haben gesagt, vor Memorial Day, oder? Ja. Und das ist Buster links? Ja. Und das ist Paul? Ja. Und dann Maggie und Alex, oder? Richtig. Danke, Sie können es runternehmen. Haben Sie Maggie gesehen, nachdem Sie dort waren mit ihr? Das war das letzte Mal, dass Sie gemeinsam mit ihr waren, zusammen mit ihr waren. Sie waren in Edisto für Memorial Day und das nächste Wochenende war mein Geburtstag und dann waren wir. Und dann habe ich den Anruf am Montag bekommen. Sie wissen, das Wochenende nach Memorial Day waren Alec und Maggie in Columbia, um für ein lokales Baseballspiel und mit Buster und seiner Freundin. Sind Sie sich dessen bewusst? Ja. Und Sie haben erwähnt, dass Maggie ein großer Carolina-Fan war und genauso wie Alec. Ja, die beiden haben dort abgeschlossen. Und sie haben als Paar viele Sportevents da besucht? Ja. Und vor dem 7. Juni. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Jetzt haben wir darüber gesprochen und ich will nicht, dass es jetzt falsch rüberkommt, aber Maggie hat für Alex Eltern viel getan, aber hat es sie nicht ein bisschen traurig gemacht, sie zu besuchen? Also die Mutter zu besuchen wegen ihrer Situation? Ja.
Und das war nicht weit oben auf ihrer Liste von Dingen, die sie gerne gemacht hat, oder? Maggie war oft da, aber sie hatte nicht das Gefühl, dass sie da jeden Tag hin müsste wie Alec. Und Alec ging jeden Tag und manchmal sogar mehr als einmal am Tag dahin, ja, so viel er konnte. Und er... Maggie mochte Mr. Randolph. Und ich sage nicht nur, dass sie ihn lieb gehabt hat, sondern sie hat ihm Essen gekocht und versucht hat, sie hat versucht, ihn zu verwöhnen, oder? Ja. Sie haben alle versucht, Essen zu kochen, dass er essen könnte, ohne Salz. Und sie hat mit verschiedenen Dingen experimentiert, in der Hoffnung, dass er sie mag, diese Dinge. Ja, die ganze Familie hat sich abgewechselt und hat versucht, Essen zu machen. Und sie wissen jetzt, dass am 7., ich glaube nachmittags, wir stellen das später fest, dass um 4 Uhr, halb 5, Herr Randolph wieder ins Krankenhaus in Savannah befördert worden ist. Ich weiß es jetzt. Und sie haben vorhin gesagt, dass sie erwartet haben, aus ihrer Unterhaltung mit Maggie, dass sie nach Almeda fährt und dann seine Eltern sieht am Abend des 7. Und sie fanden es seltsam, dass sie es nicht getan hat, oder? Ja. Aber jetzt, in dem Wissen, dass Alex' Vater nicht da war, sondern im Krankenhaus, scheint es ja nicht so richtig merkwürdig, oder? Im Nachhinein dann. Wahrscheinlich nicht. Du, sie, sie und Bart haben einen furchtbaren Telefonanruf bekommen am 7., oder? Als Meg und Paul ermordet worden sind? Ja. Und das war von Rand, von John Marvin, Randy. Ich habe vorher was Falsches gesagt. Und eine Bitte war, dass sie ihren Eltern das persönlich mitteilen, oder? Ich weiß nicht, dass Sie darum gebeten hatten, aber ich wusste, dass wir das persönlich machen sollen. Also haben Sie es persönlich gemacht. Ja, genau. Und als Sie dann in Moselle waren, da waren Sie mit Ihren Eltern? Ja. Und Alex? Hat er sehr getrauert? Furchtbar getrauert. Leute haben ihn als zerstört beschrieben. Stimmen Sie damit überein? Ja. Und Buster war auch da? Ja. Ich bin ein bisschen vorgesprungen, aber Maggie mochte es, in Edisto zu sein, mehr als in Moselle im Sommer, oder? Ja. Ich glaube, die meisten Leute würden Edisto bevorzugen. Eine Menge, also sie hätte sehr viel bevorzugt, ja genau. Aber Alec musste in Moselle sein, weil er in Hampton gearbeitet hat, oder? Ja. Und Alec wollte immer, dass Maggie in Moselle ist bei ihm, oder? Wahrscheinlich. Ich bin nicht sicher. Ich glaube nicht, dass er allein. Ich glaube nicht, dass er gerne alleine war. Aber als er Maggie darum gebeten hat, zurückzukommen am 7., fanden sie ja nicht, dass das besonders ungewöhnlich sei, oder? Weil er immer mit Maggie Zeit verbringen wollte, oder? Ja. Nein, nein, ich glaube nicht, dass es ungewöhnlich war. Und darum habe ich sie ermutigt, nach Moselle zu fahren.
Und Sie, von Ihrer Unterhaltung mit Maggie, wussten Sie, dass Paul da auch ist? Ja. Und Sie wissen, ob. Wussten Sie, warum Paul da sein würde? Nein, ich wusste es damals nicht. Ich weiß es jetzt. Jedenfalls, Sie haben sie, Maggie, ermutigt dazu, bei Alec zu sein, weil Sie wussten, dass sein Vater in einem schlechten Zustand sich befindet, richtig? Richtig. Nachdem Maggie und Paul umgebracht worden sind, Herr Randolph gestorben ist, 2 Tage später oder 3, das war eine sehr schwierige Zeit für alle, oder? Ja. Und dann gab es 2 Beerdigungen, eine an einem Samstag für Maggie und Paul und eine am Sonntag für Herr Randolph. Und nach einem Tag oder so hat Alec mit Buster die Nacht verbracht bei ihren Eltern in Somerville? Ja. Und waren sie oft bei ihren Eltern? Ja, vor allem Alec. Hat Alec jemals noch eine Nacht in Moselle verbracht? Nicht, dass ich wüsste. Er hat bei ihren Eltern übernachtet. Mit ihnen und ihrem Ehemann war er in Key West Ende Juli. Ja. Und er und Buster waren dann in Greenville auch zu einem Zeitpunkt, oder? Ja. Und dann übernachtet er auch bei seinem Bruder Randy manchmal. Er war überall, oder? Ja. Sie haben erwähnt, dass nach den Morden, dass Alec gesagt hat, dass er es sehr wichtig fand, Pauls Namen zu bereinigen nach dem Bootsunfall. Und sie wussten, dass Maggie sehr starke Gefühle hatte, dass Paul nicht das Boot gesteuert hatte und dass die schöne Mallory Beach ihren tragischen Tod gefunden hat. Und Maggie war felsenfest überzeugt. Sie war ja auch auf der Mission, seinen Namen zu reinigen, oder? Ja, so in der Art. So in der Art, also. Und sie kritisieren Alec nicht dafür, dass er Pauls Namen bereinigen wollte, nachdem er ermordet worden ist, oder? Ich kritisiere ihn nicht, was das angeht. Gar nicht. Ich glaube, das ist seine Art, Paul zu ehren, nachdem er weg war. Ich habe nur gedacht, dass seine Prioritäten sich fokussieren sollten auf das rauszufinden, wer die beiden umgebracht hat. Und woher wissen Sie, dass das keine Priorität für ihn war? Wir haben darüber nie gesprochen. Wir haben nie darüber gesprochen, dass wir die Person finden sollen, die das vielleicht gemacht haben. Es war einfach nur seltsam. Und wir lebten in Angst auf eine Art, weil wir dachten, dass diese furchtbare Person noch da draußen sei. Und wir hatten vor allem um Buster und Alec Angst. Aber wir kannten das Motiv hinter den Morden nicht. Wir dachten, dass es wahrscheinlich mit dem Bootsfall zu tun hatte. Und wir dachten das bis zum September. Und dann begannen die Sachen sich zu ändern. Sind Sie sich bewusst, dass Alec eine Waffe getragen hat nach den Morden? Alec hatte immer eine Waffe bei sich. Aber dass er wirklich eine bei sich hatte, wussten Sie das? Ich wusste, dass er immer einen im Auto hat.
Ich will Sie noch kurz zu einem Thema ein bisschen befragen. Baba war Alex und Maggies Hund. Baba konnte ein bisschen stur sein. Ja. Entschuldigung? Ja. Ja, ich glaube, Baba konnte sehr stur sein. Aber es war sehr klar, dass Alec Baba ziemlich im Griff hatte. Ja. Und Maggie mochte es, bei den Kennels zu sein, um mit den Hunden zu spielen? Ja. Und sie liebte Hunde? Ja. Und sie lieben auch Hunde? Ja. Und sie haben alle Hunde. Wissen Sie, sie haben Hunde im Haus in Moselle nicht erlaubt? Ist das richtig? Ja. Weil, wegen Allergien. Allergien, richtig. Aber sie hatte Hundebetten auf der Veranda draußen und große Eimer von Wasser. Und als ich dort war, waren die Hunde immer im Haus. Gab es einen elektrischen Zaun? Ich wusste nicht, dass es einen elektrischen Zaun gab. Hat Maggie und Alec die Hunde im Haus in Edisto gehabt? Ich glaube nicht. Sie waren hauptsächlich unter dem Haus. Sie hatte da so ein großes Gehege da unten. Da, wo so Hunde rumlaufen können? Ja, genau. Und haben Sie in Edisto mit Maggie, haben Sie die Familie dort besucht in Edisto? Ja. Waren Pauls Freunde und Busters Freunde willkommen? Immer. In Edisto? Und in Moselle? Ja. Und Maggie liebte es, wenn die Freunde der Jungs da waren. Und ich glaube, Sie haben das erwähnt, aber war Moselle Pauls Leidenschaft? Ja. Er liebte diesen Ort? Ja. Und Alec mochte es, mit Paul dort zu sein? Ja. Das tat er. Eine Sekunde, Euer Ehren. Nur ganz kurz, in Ihren eigenen Worten, sagen Sie doch der Jury, was Sie glauben, dass Alex' Verhältnis mit Paul war. Ich glaube, Sie hatten ein sehr gutes Verhältnis. Sie haben alle dieselben Dinge geliebt: Jagen, Fischen, das Land bearbeiten. Also der Plan war, dass Paul Moselle übernimmt eines Tages. Und sie hatten eine großartige Vater-Sohn-Beziehung. Und in ihren eigenen Worten können Sie der Jury erzählen, was Sie glauben, dass Alex' Verhältnis mit Maggie war? Es war ein gutes Verhältnis, es war nicht perfekt, aber Maggie war glücklich. Ich glaube, sie war glücklich. Danke. Alle Fragen, die ich habe. Redirect. Maggie hat sie am Nachmittag des 7. Juni 2021 angerufen. Sie hat ihnen berichtet, dass ihre Absicht, Alec zu besuchen, war, Almeida zu besuchen, oder? Leading, Einspruch. Was hat Maggie Ihnen gesagt? Was war der Zweck Ihres Dortseins in Moselle am 7. Juni? Sie war zu Hause, um bei Alec zu sein und seine Eltern zu besuchen, Elmida. Und darum haben Sie überhaupt erst ermutigt, das zu tun, oder? Ja. Ihnen wurden Fragen gestellt über
Sie haben ausgesagt über Alec, dass er fokussiert war, darauf herauszufinden, wer Maggie und Paul ermordet hat. Und dann ist irgendwas im September passiert, oder? Ja. Und das hat für Sie was geändert, oder? Das ist richtig. Und im September wurde er nämlich entlassen von der Kanzlei, oder? Richtig. Und Jahre und Jahre von Diebstahl sind ans Licht gekommen. An Kunden, oder? Einspruch führend, Einspruch stattgegeben. Was ist im September rausgekommen, dass Ihre Meinung geändert hat? Einspruch, Euer Ehren. Geht heraus, geht über die Maße eines Kreuzverhörs hinaus, nicht stattgegeben. Wir waren zu einem Footballspiel unterwegs und haben einen Anruf bekommen von einem Freund, der gesagt hat, Einspruch, Euer Ehren. Bitte gehen Sie in den Juryraum, besprechen Sie diesen Fall nicht. Worum geht es im Widerspruch, im Einspruch? Es ging darum, dass sie fast ausgesagt hätte, dass sie über den Zwischenfall in der Nähe der Straße ausgesagt hätte. Wir haben das bisher noch nicht besprochen und wegen dem Punkt 403 widersprechen wir. Das ist der Einspruch. Weil es keine wegen der Beweise für das Roadside-Shooting, für diesen Zwischenfall. Und zweitens, was sie weiß bis jetzt, ist ja Hörensagen bis jetzt. Und natürlich, und darum sprechen wir ein, dass diese Schießerei erwähnt wird. Im Moment ist es ja nur die Antwort auf eine Frage in einem Kreuzverhör, auf eine Frage, die Herr Griffin aufgeworfen hat wegen September. Ich glaube, die Tür ist offen deswegen, dass sie erklären darf, was es war, was ihre Meinung geändert hat, was hier die Natur meiner Frage war. Zusätzlich glaube ich, dass, wenn wir uns darüber hinaus ansehen, gibt es eine Verbindung zwischen ihrer Antwort und 403 und 404. Es gibt eine logische Verbindung zwischen dem, was passiert ist, da, als er angeschossen worden ist, und dem, was am 7. Juni 2022 passiert ist. Und diese Verbindung ist natürlich, dass die Beweise zeigen werden, dass wie die Temperatur steigt, dass es eine Konfrontation gibt für Alec Murdoch und dass solche Dinge passieren, wenn das passiert mit Alec Murdoch. Und das ist, was im September passiert ist. Und zu dieser besonderen, speziellen Zeugin, es ist eine Antwort, die im Kreuzverhör aufgekommen ist. Und darum ist es fair, das zu besprechen, weil sie ja bereits ausgesagt hat, unwidersprochen. Und was war die Frage, die Tür geöffnet hat, Ihrer Meinung nach? Die bestimmte Frage und Ihre Antwort war ja, er hat sie gefragt, in großem Detail, was Familienbeziehungen angeht was diese Dinge angeht. Er hat ein Bild gezeigt und sie gefragt, wie sie einschätzt, ihre Beziehungen zu diesem Zeitpunkt. Und dann hat sie es erklärt. Und er hat sie spezifisch gefragt darüber, ob Alec Sorge hatte, Pauls Namen im Bootsfall zu reinigen. Und dann hat er sie gefragt, ob das irgendwie schlimm war. Und dann hat sie ihre Antwort erklärt. Und dann hat sie auf einmal gesprochen darüber, wie alles sich geändert hat im September. Und das ist, was ich noch weiter erforschen wollte, was ist im September passiert. Und das wurde ja bereits ausgesagt vor der Jury. Und darum ist das jetzt Fair Game, meines Erachtens nach. Okay. Euer Ehren, das war nicht die Frage. Aber was war die Frage? Das war meine Frage an Herrn Waters. Er hat es mir erklärt. Wenn er meine Frage beantwortet hat, vielleicht können Sie ja meine Frage beantworten. Welche Frage haben Sie denn gestellt, die diese Antwort generiert hat?
Die Frage war, sich beziehend, ich habe gesagt, Sie haben ausgesagt, vorhin, dass Sie nicht glauben, dass Alec besorgt war, darüber rauszufinden, wer das getan hat, sondern eher damit, Pauls Namen zu reinigen. Und da hat sie gesagt, ah, es schien komisch, er hat sich nicht gesorgt, darüber rauszufinden, wer es war. Ich habe gesagt, warum denken Sie, war das so? Und dann will sie auf einmal aussagen, weil wir dachten, es war am Anfang der Bootsunfall. Und dann, nach September, dachten wir, vielleicht ist es was ganz anderes. Und ich habe ihre Aussage einfach gefragt. Und dann hat sie das aufgebracht mit dem, was im September passiert ist, mit dem, dass Alex angeschossen worden ist. Ich habe sie darüber gar nicht gefragt. Ich habe sie darüber gefragt, warum sie dachte, dass Alec nicht erkunden will, dass er nicht rausfinden will, wer das getan hat. Okay, Herr Waters. Ich entschuldige mich, falls ich nicht klar war. Ich habe mich nicht an die Frage erinnert, aber dafür haben wir den Court Reporter. Wir, Miss Harris, wenn Sie bitte ein bisschen zurückgehen könnten zu Herr Griffins Frage. Dass er nur besorgt war. Ich weiß nicht, wie weit es ging, dass sie besorgt war, was den Bootsunfall angeht. Das ist nicht zu weit nach hinten von da, wo sie gerade sind. Wenn Sie eine Pause brauchen, können wir natürlich eine machen, um das zu finden. Ich schaue nach der Frage. Sie kritisieren Alec nicht dafür, dass er Pauls Namen bereinigen wollte? Lesen Sie bitte lauter vor, damit ich es höre. Sie sind nicht kritisch, was Alec angeht, dass er Pauls Namen klären wollte? Nachdem er ermordet worden ist, oder? Ich bin nicht kritisch, was das angeht. Gar nicht. Ich finde, das war seine Art, Paul zu ehren, nachdem er weg war. Ich habe nur gedacht, dass seine Priorität fokussiert sein sollte, darauf rauszufinden, wer Maggie und Paul ermordet hat. Und woher wissen Sie, dass das nicht eine Priorität von ihm war? Wir haben nie darüber gesprochen. Wir haben nie gesprochen über, wie man die Person findet, die das hätte getan, hätte haben können. Es war einfach nur merkwürdig. Und wir lebten irgendwie so in Angst, weil wir dachten, diese furchtbare Person ist da immer noch da draußen. Und wir hatten hauptsächlich Angst um Alex und Buster. Wir wussten das Motiv hinter diesen Morden nicht. Wir dachten, es war wahrscheinlich verbunden mit diesem Bootsfall, richtig? Und das dachten wir bis September. Okay. Und dann haben sich Dinge geändert ein bisschen? Sind Sie sich dessen bewusst, dass Alec eine Waffe ab dem Zeitpunkt getragen hat? Okay, Herr Waters, Euer Ehren, ich wiederhole, das war eine direkte Antwort auf seine Frage und er hat Ihr Statement erforscht, was seine Sorge, was den Bootsfall angeht. Und September war eine Antwort auf eine Frage, die die Verteidigung gestellt hatte, eine Linie, die Verteidigung verfolgt hat. Und die Antwort ist jetzt raus. Und ich glaube, dass die Zeugin, ich wiederhole,
zu diesem Zeitpunkt das darf. Und die Frage ist, was hat sich im September geändert? Genau, was sie damit meinte. Was hat sich im September verändert? Also, wir haben einen Telefonanruf von einem Freund bekommen, der gesagt hat, dass es ihm so leid getan hat, von meinem Stiefbruder zu hören. Und Bart hat gefragt, was, wovon reden Sie, wir wissen gar nichts. Und er hat gesagt, naja, ihr Schwager wurde angeschossen. Und wir haben das Auto angehalten, sind rangefahren und das war das furchtbarste Gefühl der Welt. Weil ich dachte, wer auch immer Maggie und Paul getötet hat, hat jetzt Alec angeschossen. Und ich hatte Riesenangst, dass Buster der Nächste ist. Also haben wir einen Anruf gemacht, haben Buster angerufen. Und Buster hat gesagt, dass sein Vater angeschossen worden ist, aber dass er in Ordnung sei, dass er im Krankenhaus oder auf dem Weg sei, ich erinnere mich nicht mehr. Und dann, zu irgendeinem Zeitpunkt, und ich weiß nicht, ich glaube, ich war unter Schock. Wir haben mit Jim Griffin, glaube ich, gesprochen an dem Tag. Und er hat uns gesagt, ja, Alec wurde angeschossen, dass er gefeuert worden sei, weil er erwischt worden sei dabei, wie er Geld gestohlen habe. Okay, vielen Dank. Ich wiederhole mich, das ist Ihre Erklärung. Und ich glaube, das ist fair game. Die Tür ist offen, was diese Aussage angeht. Weil sie ja im Kreuzverhör rausgekommen ist, diese Information. Und ich würde weiter Dinge erfragen, die wir erkunden sollten jetzt, während die Jury raus ist. Ich wollte ein paar Dinge fragen, was das Kreuzverhör angeht, aber das sind andere Dinge. Dann machen wir das doch. Es gab exzessives Kreuzverhör, was das Verhältnis angeht in der Familie. Und ich wollte ihr zwei Fragen stellen, was Treue angeht. Und dass Maggie und die Familie mit Opiatmissbrauch und Pillenmissbrauch gekämpft hat, aufgrund des Angeklagten. Das sind Probleme, mit denen Maggie gekämpft hat und ihr gegenüber geäußert hat, Herr Griffin. Also das kommt hinzu zu diesem Roadside-Shooting. Aber das macht eine Pandoras-Box auf, dass das als Motiv reinkommt. Wie kann er denn nach der Tat ein Motiv haben? Also ist es nicht zulässig. Wegen 403. Aber einfach, was sie gesagt hat, das ist nicht so schädlich. Aber die hören da ja nicht auf, euer Ehren. Und ich habe die Tür nicht aufgemacht. Sie haben rumgefragt, was Alex Angst angeht. Ist es klar, dass er eine Waffe getragen hat? Er hat immer eine Waffe gehabt, aber dann hat er eine Waffe in seiner Tasche gehabt. Sie wollten sie kreuzverhören, um zu suggerieren, dass Alex Angst hatte. Und mit dem Beweis, dass er offenbar eine Waffe dann bei sich getragen hat, nicht nur in seinem Fahrzeug, sondern an sich, am Körper. Und ihre Antwort war, nun ja, ich habe ihn nie, es schien mir nicht, dass er Angst hatte. Ich wusste nichts, was das angeht. Bis im September, was passiert ist. Was die Wahrheit dessen ist, was passiert ist, hat sie ja gar nicht ausgesagt als Ermittlerin, sondern sie hat nur gesagt, dass er angeschossen worden ist. Und das hat ihre Sorge verändert, den Grund für ihre Sorge. Was auch immer dieser Weg ist, oder was auch immer der Grund ist, oder die Art ist, wie diese Sorge verändert hat.
Hatten Sie immer noch einen Grund zur Sorge, was Alex Sicherheit angeht? Oder wurde es dann geändert? Hat sich das geändert an dem Tag? Und einige Zeit danach hatten wir große Angst um die Familie. Wir dachten, dass vielleicht jemand hinter ihnen her ist, aber dann fingen wir an, rauszufinden, was noch sonst los war in Alex' Leben. Und das ist basiert auf Ihrer Unterhaltung mit Herrn Griffin. Das ist alles, was nach dem rausgekommen ist. Haben Sie gesagt, dass Sie eine Unterhaltung mit Herrn Griffin gehabt haben? Ja, an dem Tag, dass wir es rausgefunden haben, dass er angeschossen worden ist, hatten wir eine Unterhaltung mit Herrn Griffin. Herr Griffin hat Ihnen gesagt, dass Alec Murdoch entlassen worden ist? Das ist Hörensagen. Oh. In was für eine Lage versetzt Sie das denn? Wären Sie auch noch Zeuge? Das ist ein Hörensagen-Statement. Ohne Zweifel. Das ist klassisches Hörensagen. Die Basis für Ihre Angst oder keine Angst ist ja etwas, was Sie oder Angst oder Glauben, dass Alex Angst hatte, ist ja etwas, wonach Sie gefragt hatten. Abgesehen von diesem Problem, was ist mit der Familienbeziehung, was Treue angeht, Opiate, Sorgen. Euer Ehren, was Treue angeht, ich höre, was sie sagt, aber die Beweise, so wie ich sie verstehe, sind 10 oder 15 Jahre her oder ich weiß nicht wie lange, vielleicht mehr als 10 Jahre. Es gab irgendein Problem mit jemandem, dass jemand, den Alec in College kannte, ihn kontaktiert hat. Vor 15 Jahren oder neulich? Ja, Sir. Und dass Maggie deswegen wütend war, den Ehemann der Frau kontaktiert hat, der gesagt hat, es ist nicht wahr, ich weiß, mit wem sie sich trifft, weil ich einen Privatdetektiv habe. Sie erinnern sich an eine 15 Jahre her Unterhaltung, die 15 Jahre her ist. Ja. Und die Opiate, das ist. Ich bin nicht sicher, was für eine Information sie jetzt noch mit uns teilen wird. Sie haben ja einen vorhergehenden Zeugen einen Brief vorlesen lassen, dass er im Entzug war, den Sie ja veröffentlicht haben. Ja, es ist in Beweisen. Okay, Herr Waters. Also was diese Probleme angeht, erstens, wir können eine Pause machen. Bitte diskutieren Sie den Fall nicht. Gut. Was das Problem angeht, mit der ersten Sache ist es eine faire Sache zu sagen, dass hat Maggie Ihnen gegenüber Bedenken geäußert, was Treue des Angeklagten angeht? Ich glaube, das ist ganz klar eine Antwort auf die Beweise, die von der Verteidigung vorgebracht worden sind. Hat sie je oder 15 Jahre zuvor? Ich glaube, die nächste Frage wäre, ist das etwas, was in Maggies Verstand über die Jahre hinweg war? Und das würde sie wissen. Ich glaube, dass wenn ich sie das fragen würde, dass sie eine Antwort ausdrücken könnte. Was wäre ihre Antwort? Es war eine Affäre, es war eine Affäre, von der Maggie gedacht hat, dass sie viele Jahre zuvor passiert sei. Sie waren in der Lage, das Problem zu beseitigen, aber Maggie hat es manchmal erwähnt. Wann? Vor einem Jahr. Okay. Sie hat nicht gedacht, dass irgendwas los sei, aber es war immer noch ein Problem für sie. Okay. Und dann eine Follow-up-Frage. Als das passiert ist, hat sie je Alec aus dem Haushalt verbannt? Ja. Euer Ehren, was war denn das für ein Zeitrahmen? Vor 15 Jahren, oder? Wann war das? Sehr lange her. Ich bin nicht sicher. Eine sehr lange Zeit her. Ich glaube, ich versuche hier nicht, es größer zu machen, als es ist, aber
was die Probleme angeht, die hier vor uns ausgebreitet worden sind, dass zumindest, dass sie zumindest etwas darüber aussagen kann, dass nicht alles perfekt war, was die Verteidigung gerne so haben wollen würde. Ich stelle lediglich eine begrenzte Frage. Hat Maggie denn nicht irgendwelche Probleme mit der Treue gehabt oder Sorgen und haben diese Sorgen nicht noch weiter bestanden? Und das wäre die Befragung dann gewesen. Okay. 2007 ist es doch. 2007, vor 15 Jahren. Ja, das ist richtig. 2007 war vor 15 Jahren. Und dann ist es passiert. Das wurde doch etabliert. Geben Sie mir was Neues. Irgendwas anderes, außer zu wiederholen vor 15 Jahren. Wegen 403 ist das nicht zulässig, weil das Vorurteil, das Gewicht dessen überwiegt. Sie hat ausgesagt, dass sie auch Probleme hatten, wie andere Ehepaare, aber dass sie eine gute Ehe hatten. Das wurde doch schon besprochen. Und das ist sehr, 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 sehr feuerlegend ist das. Also diese Fragen könnten zu etwas führen, was vielleicht entzündlich ist. Die Zeugin kann darüber aussagen, was im September passiert ist, dass ihre Sorge geändert hat. Zur Frage, ob Alex in Angst gelebt hat. Sie kann aber nicht aussagen, was Treue angeht, weil das zu lange her ist und die Jury vielleicht verwirren könnte. Sie kann aussagen, dass sie entdeckt hat, dass er gefeuert worden ist und dass er ein Drogenproblem hatte. Euer Ehren, je nachdem, wie das läuft, würden wir gerne auf Hörensagen Einspruch einlegen. Sie sagt ja nicht aus, was die Wahrheit angeht, sondern was ihre Sorgen angeht und was sich geändert hat, basierend auf teilweise auf eine Unterhaltung mit Ihnen. Ich verstehe das. Mein Punkt ist, dass die Familie Opiat und Pillenmissbrauch damit gekämpft hat, das ist doch Hörensagen. Aber ich meine, er hat ein Drogenproblem. Wir reden ja nicht spezifisch über was. Ich weiß nicht, zu welchem Grad sie sein Drogenproblem oder seine Opiatsucht oder was auch immer rausgefunden hat, aber es ist doch eh schon in den Beweisen. Ja, ich weiß, ich wollte nur sagen, dass ich wegen Hörensagen Einspruch erheben werde, was das angeht. Noch irgendwas anderes, bevor die Jury wiederkommt? Nein, nichts. Bringen Sie die Jury. Die Jury ist anwesend. Einspruch nicht stattgegeben. Sie dürfen fortfahren. Frau Proctor, als wir jetzt kurz bevor wir die Pause gemacht haben, habe ich Sie gefragt, was ist im September passiert? Was bewirkt hat, dass Ihre Sorgen sich geändert haben? Können Sie das beschreiben? Am 4. September waren wir unterwegs zu einem Footballspiel und mein Ehemann hat einen Anruf von einem Freund bekommen, der gesagt hat, es tut ihm
sehr, sehr leid, was passiert sei mit seinem Schwager. Und wir hatten keine Ahnung, worüber er spricht. Und er hat gesagt, nun, wir haben gehört, das wissen Sie. Er hat gesagt, er wurde angeschossen. Also halten wir an, fahren ran, sind hysterisch, rufen Buster an. Buster sagt, ja, sein Vater sei angeschossen worden, dass er ins Krankenhaus geflogen wird. Sie hofften, dass er okay ist. Wir wollten mehr Informationen, also haben wir Jim Griffin angerufen. Und er hat uns gesagt, dass Alec in den Kopf geschossen wurde und dass er entlassen worden ist von seiner Anwaltskanzlei wegen Diebstahls. Was war Ihre Sorge, als Sie das gehört haben, dass er angeschossen worden sei? Am Anfang hatte ich Angst, dass er tot ist. Ich habe zwei Familienmitglieder verloren und ich hatte das Gefühl, dass sie im Fadenkreuz sind von jemandem, dass die Familie das Ziel ist. Und infolgedessen hat Ihre Sorge, dass die Familie das Ziel ist, hat sich das geändert? Nach ein paar Wochen waren wir immer noch in hoher Bereitschaft, vor allem was Buster angeht. Aber zu dem Zeitpunkt kamen Informationen raus über Dinge, die Alec getan hatte, finanzielle Dinge, von denen wir keine Ahnung hatten. Und das hat ihre Einschätzung geändert, Können Sie bitte antworten? Also laut antworten. Die Schießerei, das war ein Ereignis für sich. Das Schießen da am Straßenrand. Sie haben ausgesagt, dass das ein Ereignis für sich war. Haben Sie noch andere Informationen gehört, die Ihre Einschätzung dieser Schießerei verändert hatten? Ja. Und Ihre ursprüngliche Sorge, dass er das Ziel sei, verändert haben? Ja. Hat Maggie einen Spitznamen gehabt für Paul? Detektiv. Kleiner Detektiv. Was hieß das? Was bedeutete das? Sie hatte das Gefühl, dass er immer sicher gehen wollte, dass sein Vater sich gut benimmt. Und was war denn die Sorge? Pillen. Verschreibungspflichtige Schmerzmittel. Hat Maggie jemals Sorge ihm gegenüber ausgedrückt, was den Pillenmissbrauch des Angeklagten angeht? Ja. Wie lange ging das so? Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, einige Zeit ging das. Und hat diese Sorge sich bis zu ihren Morden fortgesetzt? Ja. Was bedeutete Little Detective, kleiner Detektiv, in Bezug auf die Pillen? Wenn es Pillen gab im Haus, die sein Vater nahm, die er nicht nehmen sollte, wollte Paul sie finden. Ist das manchmal passiert? Ich glaube, ja. Eine Sekunde. Was hat sich im Besonderen geändert von dieser Schießerei? Was war das Besondere, was Ihre Sorge geändert hat? Was war das Spezifische? Die Geschichte, die am Anfang erzählt worden ist, darüber, was passiert sei.
Es hat sich herausgestellt, dass sie nicht wahr ist. Wer hat die Geschichte erzählt? Alec. Alec? Ja. Danke, Euer Ehren. Keine weiteren Fragen. Keine weiteren Fragen. Vielen Dank. Sie dürfen den Zeugenstand verlassen.